Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part zu Dynasty Warrior 6. Wir speichern ab. Im letzten Part haben wir die Schlacht beim Hu Lao Tor mal wieder gemacht mit Zhao Yun. Und ja, wir machen mal weiter. Wer das durchlesen will, drückt bitte auf Pause. Forgive me, Zhao Yun. I don't like telling a good warrior to go. Your offer must be declined. Alas. I don't know whether we'll escape or not. We are outnumbered by Cao Cao's forces. I cannot ask you to join a rout. Light must be brought back to the land. You talked about peace in the land. I think you can accomplish this. You'll need other men's aid to do it. I have come here to offer help. Today we need strength, so I wield my spear. We shall drive away the darkness. We will ride into war together. Come, follow me. So, Schlacht von Changban haben wir lange nicht gesehen. Okay. Alles klar. Wie schon im letzten Part gesagt, hoffe ich, nehmt ihr mir das nicht krumm, dass ich jetzt auf leicht gewechselt bin. Wie ich schon sagte, es hat einfach den Grund, weil das Let's Play schon so lange läuft und wenn das weiterhin auf normal läuft, dann zieht sich das noch weiter in die Länge und ich möchte das einfach mal irgendwann jetzt in der nächsten Zeit das auch wirklich endlich mal beenden. Aber was ich euch versprechen kann, Dynasty Warrior 7 werde ich auf jeden Fall mindestens auf normal spielen. Und ja, weil Dynasty Warrior 7 meiner Meinung nach eins meiner Lieblings-Dynasty Warrior Spiele ist, ne? Und das möchte ich dann mit euch zusammen genießen auf normalen Schwierigkeitsgrad, damit es nicht ganz so schnell vorbei ist. Vielleicht ist sogar normal dann auch ein bisschen, ja, zu einfach oder so, ne? Aber das werden wir sehen, soweit, wenn es soweit ist, ne? Wie gesagt, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht krumm. Im Livestream werde ich dann irgendwann dazu natürlich auf dem höheren Schwierigkeitsgrad spielen. Da habt ihr mein Wort drauf. Da werdet ihr viel Rage-Zeug haben, natürlich. Aber das lässt sich ja nun mal nicht vermeiden. Das ist aber auch bei jedem Spiel so bei mir. So. Okay, die da unten kommen nicht hoch. Moment mal, ich muss jetzt nochmal gucken, bevor ich jetzt hier und die Flüchtlinge erreichen, werden vernichtet. Haben wir noch überall, da. Okay, wir führen jemanden mit uns, das ist sehr gut. Wir brauchen uns über die da unten keine Sorgen machen. Wir müssen halt nur den Hafen erreichen. Das ist halt unser Ziel. Ja, Cao Cao ist nicht gerade ohne. Der geht über Leichen. Aber vor kurzem, vor ein paar Tagen, ist halt auch Total War The Three Kingdoms erschienen. Was ich mir auch noch kaufen werde. Irgendwann. Ich hoffe nur selbstverständlich, dass das mein Laptop momentan noch schafft, dieses Spiel mindestens auf niedrig zu spielen. Weil ich habe das nämlich vor, mit einem Kumpel zu zocken. Und irgendwann, wenn ich einen besseren Rechner habe, vielleicht mal ein Let's Play dazu zu machen, wenn es ihm auch gefällt. Also bis jetzt, von dem, was ich gesehen habe zu dem Spiel, gefällt mir das sogar sehr gut, muss ich sagen. Gerade der geschichtliche Hintergrund, also es geht um die drei Reiche hier, wie auch in Dynasty Warrior. Das ist einfach nur klasse und wo jetzt, selbst wo das angekündigt worden ist, muss ich auch trotzdem dazu sagen, war ich sehr skeptisch dem gegenüber. Hat auch den Grund, dass, weil ich mich gefragt habe, wie setzen die das am besten um? Es hätte ja auch sein können, dass sie die Karte übelst klein machen, aber nein. Die Karte ist riesig. Das ist das Erste, was mir gefällt. Bei bestimmten Spielen, ne? Da war ich auch bei Dynasty Warrior 9 sehr skeptisch gegenüber, ob sie das auch richtig umsetzen können, die Welt. Haben sie ja mal in Dynasty Warrior 9, ja,
zwar nicht so gut hingekriegt, aber dennoch ist das eins meiner Lieblingsspiele. Definitiv für die PS4. Ist damals 2018 schließlich mein Spiel des Jahres. Trotz, dass es viel Mängel hatte, gerade am Anfang, wo ich sagen musste, boah, nee. Also da muss ich wirklich zugeben, das war wirklich schon krass, was man da geboten haben bekommen hat. Aber es wurde dann immer mit mehreren Patches, die auch nicht so groß, sag ich jetzt mal, sind, so im Gegensatz zu manch anderen Spielen, wo man ja so viele Stunden warten muss und da auch selbst mit einem schlechten Internet musste ich da, wenn überhaupt, mal vielleicht eine Stunde warten, weil die Patches eben halt nicht so groß waren. Mindestens immer mal, vielleicht das größte, der größte Patch war vielleicht mal 1 GB groß oder so oder etwas darüber. Und ja, daher hat sich das immer wieder ein bisschen zum Besseren entwickelt. Aber ich hoffe selbstverständlich, wenn die weiter in diese Richtung gehen mit der Open World. Ich sag mal so, es ist nicht falsch. Es ist einfach nicht falsch. Bloß die Umsetzung, da müssen sie halt noch ein bisschen dran feilen. Und dann würden wir in Richtung das beste Dynasty Warrior oder Tecmo Koei spielen in dem Sinne. Da wären wir immer ein Schrittchen näher. Ne? Und ich meine, das nächste Samurai Warrior wird sich wahrscheinlich auch nicht auf sich warten lassen. Ne? Ich meine, die haben Wario Orochi 4 ja momentan schon abgeschlossen. Ich besitze leider dieses Spiel immer noch nicht, obwohl ich sehr viel Bock habe, dieses Spiel zu spielen. Ja, da muss ich halt gucken, wo ich das herkriege, weil es auch wiederum ein spezielles Spiel ist. Und das kriege ich bei mir irgendwie in meinen Läden leider nun mal nicht. Ich hoffe, ich kriege es irgendwann mal, wenn ich mal nach Erfurt fahre, wieder mal zur Weihnachtszeit. Ich habe mir aber noch vor Ende des Jahres, und das ist kein Scherz, eine Nintendo Switch zu holen. Ich hoffe, dass die da stark runtergesetzt ist zur Weihnachtszeit. Dass ich mir da halt noch Pokémon holen kann und vielleicht Civilization 6. Da muss ich mir aber nochmal informieren. Es könnte ja sein, dass ich das irgendwie dann mit Leuten über PC spielen kann. Also während andere auf PC zocken und ich zocke das eben halt dann auf der Switch. Hoffentlich ist das möglich. Weil dann bräuchte ich es mir theoretisch gesehen auch nicht für einen PC holen, das Spiel. Aber wie gesagt, das ist erstmal alles nur in weiter Ferne. Weil es kann ja sein, dass ich mir dann Ende des Jahres doch entscheide, doch nichts zu holen oder so. Muss mal gucken, ne? Auf jeden Fall dieses Jahr noch so viel vor, also. Aber bei Nintendo-Spielen, da bin ich halt auch immer sehr vorsichtig, denn Nintendo-Spiele werden ja nicht so gerne gesehen, also von Nintendo selbst, dass man die Let's Playt, weil die wahrscheinlich irgendwie Angst haben, dass wir als Creator dieser Videos uns daran bereichern, was man daran verdienen könnte. Ich sag's mal so, solange ich nicht dran nichts verdiene, sollten die Leute, sag ich jetzt mal, also die dieser Firma angehören, also sprichwörtlich Nintendo oder nennen wir auch mal Disney mit Star Wars, weil Star Wars ist ja auch nicht so gern gesehen, was ich auch sehr schade finde, da ich einfach auch ein Star Wars Fan bin und ja, würde gerne irgendwie mal Star Wars ein Spiel machen, ne? Komischerweise bei The Old Republic ist es auf jeden Fall gestattet, dieses Spiel hochzuladen. Oh ja, ein historisches Ereignis. Zhang Fei, der die Changban-Brücke verteidigt. Oh Mann. Muss der gekämpft haben wie eine Sau, ey. So. Ich habe zwar jetzt wieder vergessen, wo wir waren, aber es ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Aber wie gesagt, Samurai Warrior, denke ich mir mal, wird jetzt weiter. Also der nächste Teil wird jetzt momentan entwickelt.
Und ich hoffe, wie gesagt, dass man dann ganz Japan bereisen kann. Natürlich habe ich auch kein Problem mit diesem Oldschool Tecmo Koei Dynasty Samurai Warrior. Ne? Aber es wäre eigentlich auch schön mal zu sehen, weil man nimmt mal wieder hier Dynasty Warrior, ne, als Hybrid. Hat den Leuten damals mit Dynasty Warrior 2 so eingeschlagen, dass den Leuten das gefallen hat. Und dass die gesagt haben, ey, wir vermarkten das weiterhin. Und ja, es hat sich dann immer wieder ganz gut verkauft. Deswegen kamen ja auch immer wieder neue Teile eben halt raus. Ne? Irgendwann auch Samurai Warrior. Und wenn wir dann eben halt auf die, wie soll ich sagen, auf das Dynasty Warrior 9 nimmt und eben halt diesen Standardkram, den wir Dynasty Warrior 9 haben, vielleicht für Samurai Warrior verbessern. Und ja, gerade mal was die Farbsättigung angeht, vielleicht ein bisschen mehr Grün und nicht so dieses hässliche Braun, was wir ja in Dynasty Warrior 9 zu oft haben. Wo ich nämlich gesagt, mir immer gedacht habe, sieht nicht so hübsch aus. Na, wenn man da ein bisschen dran weiterarbeitet, kriegen wir auf jeden Fall richtig geile Spiele eben halt dadurch. Und das ist mit das, was ich mir wünschen würde. Ne? Natürlich ist es Geschmackssache, wer auf die Open World steht. Weil ich mag das, ich habe mir das wirklich gewünscht, wo es dann angekündigt worden ist, dass Dynasty Warrior 9 eine Open World hat, war ich hin und weg und war auch richtig angespannt, ne, und hoffe, ja, kriegen die das auch richtig hin und so, ne, und die Welt war wirklich extrem groß, was mich sehr gefreut hat, viel zu entdecken, ne, und ja, also ich kann immer nur sagen, dass Dynasty Warrior 9 mehr oder weniger geglückt ist. Aber ich kann es auch verstehen, dass viele halt auch vom Kopf gestoßen worden sind, weil sie eben halt... Aber das ist dann, wie gesagt, bei jedem Spiel oder Film oder Musik alles Geschmackssache. Man kann nicht immer alles gut finden, das ist wohl klar. Deswegen, ich bin das beste Beispiel, weil ich mag nicht KTA, weil es ganz einfach so Mainstream ist und jeder zockt ist. Und das, ja, es ist, weil ich finde da wiederum... Ja, Saints Row besser. Weil Saints Row sich auch ganz einfach auch nicht so ernst nimmt. Und das finde ich auch gut so. Weil eine direkte Steuerung im Gegensatz zu KTA, wo man dann, was weiß ich, 2 Sekunden irgendwie was, also den Stick gedrückt halten muss, irgendwie, damit der Typ endlich mal anfängt, nach vorne zu laufen. Oder so, ne? Das ist ja, wie gesagt, ich habe KTA 5 vielleicht nur mal kurz reingelegt und das war's dann auch. I do not fear the pain. As long as I am able to stand and fight, I will advance my lord's cause. Damals hatte ich so Gänsehaut, wo ich Wario Orochi gespielt habe für die PS2. Da gab es auch Bonus. Spiel, was ich aber nicht kenne. Und zu Dynasty Warrior 6.
weiß ich aber wiederum nicht. Also grafisch wird es natürlich ein bisschen vielleicht die gleiche sein. Ich werde mal gucken, ob ein, ja, mir mal ein Urteil darüber bilden. Aber da habe ich, wie gesagt, dann so ein, ja, eine Demo gesehen. Und ich war dann, wo man da das erste Mal Leo Bay gesehen hat. Ohne, wie man ihn klassisch kennt, mit Bart und so, ne. Und dann sieht man so einen jungen, ja, wie soll ich sagen, so einen jungen Typen, wo man denkt, das ist angezeigt, dass das Leo Bay ist. Und ich so, ach du Scheiße, was haben sie denn mit denen gemacht, ey. Wo ich aber auch sagen muss, mit Leo Bay haben sie sich wesentlich mehr ausgetobt. Ich finde, Leo Bay hat sich in Dynasty Warrior Teilen sehr oft immer verändert, gerade in zu Teil 6 mit Leo Bay, dass der auf einmal kein Bart mehr hat und so alt aussieht, sage ich jetzt mal, im mittleren Alter oder so. Und in Dynasty Warrior 9 haben sie es noch krasser gelöst, weil ab einem bestimmten Punkt hat er auf einmal diesen Bart, also wie man ihn dann klassisch kennt. Und das war einfach geil. Und das ist auch wirklich in Dynasty Warrior 9 der einzige Charakter, der sich optisch etwas verändert. Während andere immer gleich bleiben. Und ja, vielleicht tut Tecmo Koei irgendwann mal daran, die Charaktere irgendwie, wenn man einen bestimmten Charakter oder so, dass der sich in Dynasty Warrior, desto länger man spielt, sich auch verändert. Also, das würde ich mir auch wünschen. Also, ich hoffe, ihr habt, euch hat der Part gefallen und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Also, haut rein und ciao.